Wir gehen in das Jahr 760 vor Christus in das Nordreich Israel. Und bevor wir uns den kleinen Propheten Amos anschauen, wollen wir einmal eintauchen in die Zustände des damaligen Reiches. Und wir tauchen ein anhand von vier Personen. Die erste Person ist der Schultheiß oder Büttler oder Steuereintreiber. Und ich glaube, Steuereintreiber ist so das Wort, das wir am besten kennen. Den gibt es. Es gibt einen reichen Großbauern. Es gibt den Richter des Ortes. Und es gibt den Kleinbauern. Der Steuereintreiber hat eine Frau. Und seine Frau möchte unbedingt das neue, moderne Kleid haben, weil Mode ist so angesagt, gerade in ihrer Zeit. Und sie hätte jetzt gerne dieses neue Kleid, um in der Gesellschaft anerkannt zu sein. Dem Steuereintreiber ist das Kleid aber eigentlich zu teuer. Er hat zwar Geld, aber er sieht nicht ein, so viel Geld dafür auszugeben. Er geht zum Kleinbauern und verlangt von ihm die Steuer. Die wären eigentlich 10 Säcke Getreide, aber er verlangt 15 Säcke Getreide. Weil man kann ja einfach auch mal ein bisschen mehr dazu verdienen, das muss ja niemand wissen. Gedacht, getan, er bekommt die 15 Säcke, der kleine Bauer fühlt sich ungerecht behandelt, aber der Steuereintreiber hat jetzt ja mehr Gewinn und mit diesem Überschuss, den er hat, kann er jetzt seiner Frau auch das Kleid kaufen, was sie sich so sehr wünscht. Der kleine Bauer fühlt sich betrogen, zu Recht, weil er musste viel mehr abgeben, als er eigentlich meint zu wissen, was er laut König abgeben müsste. Und er geht zum Richter im Tor und er sagt zu ihm, der Steuereintreiber hat 15 Säcke statt 10 verlangt, das ist nicht fair, ich kann gar nicht so viel leisten, ich bin ein Kleinbauer. Aber in der Zeit herrscht Korruption und der Steuereintreiber steht auch im Komplott mit dem Richter im Tor. Und sie haben ausgemacht, dass wenn sie beide das Gleiche behaupten, dass dann der Richter ab und zu auch mal noch einen Getreidesack vom Steuereintreiber abbekommt. Und so bekommt der kleine Bauer, obwohl er zum Richter geht, der für Recht sorgen sollte, kein Recht zugesprochen. Er ist beschämt und enttäuscht und geht wieder nach Hause, aber er hat eine Familie. Und jetzt überlegt er, was mache ich, weil ich muss meine Familie ernähren. Also geht er zum reichen Großbauern. Und er sagt, ich muss jetzt Getreide leihen, kaufen, um meine Familie überhaupt über Wasser halten zu können. Er geht zu ihm hin und bittet, dass er ihm also etwas leiht. Der Großbauer tut so, als ob er sehr großzügig wäre und gibt ihm viel mit, aber zu einem Zins, der enorm in die Höhe schießt. Der Kleinbauer weiß, dass er das eigentlich nicht leisten kann. Als er zu Hause ist, macht er die Getreidesäcke auf und schaut rein und stellt fest, es ist nicht nur gutes Getreide drin, sondern auch Getreideabfälle. Schon wieder wurde er betrogen. Aber er weiß, wenn ich zum Richter gehe, bekomme ich eh kein Recht, weil in meinem Land wird kein Recht gesprochen. Am Sabbat gehen der Steuereintreiber, der Richter des Ortes und der Großbauer in die Synagoge und sie loben und sie preisen Gott dafür, dass er so großzügig ist, dass er sie so reich beschenkt in ihrem Leben und dafür, dass es ihnen so gut gehen darf. Und der Vorsteher in der Synagoge, der freut sich, dass diese Menschen da sind, dass sie spenden, dass sie Opfer bringen und er spricht ihnen die Vergebung ihrer Sünden zu. Dabei mögen diese Menschen den Sabbat eigentlich gar nicht so gerne, weil an dem Tag kann man gar keine Einnahmen machen. Sie freuen sich, wenn das Arbeiten wieder losgehen kann. So sind die Umstände 760 vor Christus zur Zeit von Amos. Und wir können uns gut vorstellen, dass Amos von Gott berufen wird, um diese Missstände zu benennen, aber dass es nicht seine Lieblingsaufgabe war, jetzt als der Mensch aufzutreten, der hier aufdecken soll, was nicht gut läuft in der Gesellschaft. Amos ist kein typischer Prophet, er ist nicht wie Hosea oder Jesaja oder Elia, Prophet von Beruf über viele Jahre hinweg. Er ist eigentlich ein Herdenbesitzer aus Tekoa,
in einem Ort in Juda, und er war Maulbeerfeigenzüchter. Und er hatte auch selbst eigentlich ein gutes und geregeltes Einkommen, aber es heißt, er wurde von dem Herrn, von der Herde weggeholt und bekommt den Auftrag, geh und rede als Prophet zu meinem Volk Israel. Er wird also berufen, um Schuld aufzudecken, aber nicht aufgrund eigener Erkenntnis, sondern weil Gott es ihm so aufs Herz legt, ihm so unausweichlich zur Aufgabe macht. Und Amos sagt, wer kann dem Brüllen eines Löwen widerstehen? Wenn Gott redet, dann muss ich Prophet werden. Sein Wirken war zeitlich begrenzt, vermutlich ein Jahr, und er weissagt in Israel und wird dann des Landes verwiesen. Also er war nicht sonderlich beliebt. Und ich habe uns jetzt einige der Aussagen mitgebracht, die wir im Buch Amos finden. Ich werde die uns einmal vorlesen. Da heißt es, hört diese Rede, ihr fetten Barschunkühe, ihr Frauen auf dem Berg von Samaria. Ihr unterdrückt die Hilflosen, ihr misshandelt die Wehrlosen, ihr sagt zu euren Männern, bringt Wein her, wir wollen uns besaufen. Wer im Tor für das Recht eintritt, den hassen sie. Und sagt einer die Wahrheit, verabscheuen sie ihn. Ihr fordert Pachtzinsen von dem Hilflosen und verlangt hohe Abgaben an Getreide von ihnen. Ihr liegt auf Betten mit Elfenbeinschmuck und räkelt euch auf weichen Polsterkissen. Ihr esst Lammbraten von den Schafen der Herde und zartes Rindfleisch von den Mastkälbern. Aber der Untergang Josefs kümmert euch nicht. Ihr sagt, wann ist der Sabbat endlich vorbei? Dann wollen wir unsere Kornsäcke öffnen. Beim Verkauf geben wir weniger Getreide her und verlangen einen höheren Preis dafür. Beim Abwiegen verwenden wir falsche Gewichte. Auch den Abfall des Getreides verkaufen wir noch. Und Gott sagt, ich hasse, ja, ich verabscheue eure Feste und Gottesdienste mag ich nicht riechen. Auch wenn ihr mir Brandopfer darbringt, lasst mich in Ruhe mit dem Lärm eurer Lieder. Auch euer Harfenspiel mag ich nicht hören. Und ich denke, ihr habt jetzt so ein paar Parallelen erkannt von den vier fiktiven Personen am Anfang. Das sind alles Ereignisse, die wir quasi in diesen Bibelversen im Buch Amos lesen. Das, was damals Alltag war. Und dabei dürfen wir beachten, dass Amos gewissermaßen eine zweifache Botschaft mit sich bringt. Er spricht Gericht über die Völker. Und er spricht Gericht über das Volk Israel. Und jedes seiner Gerichtsworte in den ersten zwei Kapiteln des Amos-Buches beginnt mit der gleichen Formel. Die heißt, so spricht der Herr. Dann kommt eine Stadt, die eingesetzt wird, hat drei Verbrechen begangen und vier machen seine Schuld voll. Darum nehme ich mein Gerichtswort nicht zurück, denn sie haben. Das heißt, diese Worte kommen immer wieder vor mit anderen Städten, die genannt werden. Diese Formel taucht auch sonst in der Bibel auf und auch in anderen Texten des alten Orients. Und es drückt immer aus, dass jetzt eine Gerichtshandlung kommt, die auch wirklich umgesetzt wird. Also das ist jetzt quasi das letzte Wort, das gesprochen wird. Und über die Völker rings um Israel herum heißt es jetzt zum Beispiel, so spricht der Herr über Damaskus. Damaskus hat drei Verbrechen begangen, vier machen seine Schuld voll. Darum nehme ich meine Gerichtsworte nicht zurück, denn sie haben Gilead verwüstet. Und so können wir jetzt nach und nach einsetzen, was den Städten gesagt wird. Gaza wird gesagt, denn sie haben ganze Dörfer verschleppt. Tyros wird gesagt, denn sie haben den Vertrag mit Israel nicht geachtet. Edom, dem Brudervolk, wird gesagt, du hast deinen eigenen Bruder mit dem Schwert verfolgt. Den Ammonitern wird gesagt, ihr habt selbst schwangeren Frauen ihren Bauch aufgeschlitzt, so tief seid ihr gesunken. Und den Moabitern wird gesagt, die Totengebeine des Königs grabt ihr aus, um sie zu Asche zu verbrennen. Selbst hier hört eure Rache nicht auf. Und das sind echt harte Worte, die hier gesagt werden. Und die Botschaft an die umliegenden Völker ist, ihr habt das Miteinander, den natürlichen Umgang, das menschliche Miteinander, das habt ihr mit Füßen getreten. Ihr vergeht Verbrechen gegen die Menschheit und gegen die Menschlichkeit. Das ist der Vorwurf an die Völker drumherum.
Ihnen wird aber nicht vorgehalten, dass sie Gott nicht geehrt hätten. Amos ist ja aber vor allem ein Prophet für das Volk Israel. Und bei Gottes Volk, bei Juda und bei Israel heißt es dann, denn sie haben die Weisung des Herrn verschmäht und seine Gesetze nicht beachtet. Sie ließen sich von ihren Lügengöttern verführen, wie es schon ihre Vorfahren getan hatten. Bei seinem eigenen Volk, beim Volk Israel, geht es natürlich auch um die Menschlichkeit. Auch sie sind Menschen, die wissen, wie sie miteinander umgehen können. Aber hier resultiert die Menschlichkeit noch viel mehr daraus, dass sie ein Volk sind, das zu Gott gehört. Eine Überschrift in der Basisbibel, in der ich auch immer wieder lese, heißt hier vergebliches Warten auf Israels Umkehr. Also Gott wünscht sich Umkehr von seinem Volk und dass sie nicht deswegen menschlich sozial handeln und Nächstenliebe zeigen, weil sie das grundsätzlich könnten, sondern weil sie Gott, ihren Herrn, eigentlich kennen. Auch hier wird immer wieder der gleiche Wortlaut benutzt. Hier heißt es immer wieder, trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Also Gott hat schon ganz, ganz viel gesagt und getan, dass sie erkennen dürfen, hey, das Sehnlichste, was ich mir von dir wünsche, ist, dass du in meiner Nähe bist. Es gibt nichts anderes, was ich mir mehr wünsche. Und dann heißt es, ich habe euch Hungersnot geschickt, trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Ich habe den Regen zurückgehalten und trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Ich habe Hitze geschickt, die das Getreide verdorren lässt und trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Ich habe Pest und Krieg geschehen lassen und trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Und ich habe eure Städte zerstört und trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Also 5-mal kommt es vor im Buch Amos. Bei seinem eigenen Volk geht es aber eben nicht um das Sozialprogramm, sondern um die Umkehr zu ihrem Gott, zu Jahwe. Wir wissen, dass das Nordreich Israels 40 Jahre später zerstört wird. Also, dass es tatsächlich das letzte Wort war, das Gott hier gesprochen hat. Es gibt keine Umkehr des Volkes, es gibt einen kleinen Überrest, der übrig bleibt. Auch das hat Gott verheißen. Und wenn ich das Buch Amos lese, und vielleicht juckt es dich nach dieser Predigt auch mal reinzuschauen und das Buch aufzuschlagen, dann empfinde ich das als sehr konkret. Es wird sehr viel sehr konkret benannt, was das Volk tut. Es wird sehr konkret benannt, was Gott schon getan hat und auch die Anklagen, die Gott seinem Volk vorbringt und auch die Bitte ist sehr deutlich, die er hier an sein Volk spricht. Jetzt können wir heute natürlich nicht sagen, dass wir in einer vollkommenen und reinen, perfekten Welt leben. Wenn wir in unsere Zeit schauen heute, wissen wir, dass auch in unserem Leben, in unserer Stadt, in unserer Region, in unserem Land sehr viel Ungerechtigkeit herrscht. Dass es Menschenhandel gibt, dass es Kinder gibt, die auch in unserer Stadt unter schlechten Verhältnissen aufwachsen, dass es Menschen gibt, die auf der Straße leben und vieles mehr. Wir wissen auch, dass es Arm und Reich gibt. Mir ist ein Satz ziemlich hängen geblieben. Ich weiß nicht, ob ihr die Arche kennt, die letztes Jahr neu in Stuttgart gestartet hat, eröffnet hat. Arche kommt eigentlich aus Berlin und hat gerade das Ziel, Kindern eine warme Mahlzeit mittags zu bieten und eine offene Kinder- und Jugendarbeit zu gestalten, um Kindern Aufmerksamkeit zu schenken, sie bei ihren Hausaufgaben zu unterstützen und ja, sie wahrzunehmen. Und so eine Arche hat vor ziemlich genau einem Jahr hier in Stuttgart eröffnet und die ist recht nah zu meiner Gemeinde im Holsteigviertel. Und ich habe mich mit denen unterhalten und das fand ich interessant. Ein Mitarbeiter hat dann gesagt, Stuttgart ist ja eine Wirtschaftsstadt. Die Arche ist die erste Arche in Süddeutschland, die es gibt, die wir jetzt hier in Stuttgart haben. Davor Nordostdeutschland. Ist eine andere Situation. Aber er hat gesagt, Stuttgart ist eine Wirtschaftsstadt, deswegen reden wir vielleicht nicht so darüber, dass es hier auch diese Kinder gibt, die genau das brauchen. Aber nur weil es uns nicht steht, weil uns die Wirtschaft so wichtig ist, heißt es nicht, dass es diese Kinder nicht gibt. Es ist mir nachgegangen, es hat mich bewegt,
Wenn ich durch mein Viertel laufe, ist es ein hippes und wohlhabendes Viertel, obere Mittelschicht. Uns geht es da ziemlich gut. Und die Arche ist aber nur 10 Minuten fußläufig von dort entfernt und erreicht jetzt genau diese Kinder, die das nicht haben. Ja, auch bei uns gibt es soziale Ungerechtigkeit. Und da könnte ich jetzt viel aufzählen. Ich glaube, wir haben es vor Augen. Wir wissen, dass wir ja, Menschenrechte manchmal nicht ernst nehmen. Abtreibung ist ein Thema, das zu unserer Gesellschaft ganz klar dazugehört. Menschenhandel ist ein Thema, das ganz klar auch zu unserer Stadt Stuttgart gehört. Und wie gehen wir jetzt aber genau damit um? Dürfte Gott uns heute ganz genauso anklagen oder wo stehen wir da eigentlich? Und was ist jetzt meine Aufgabe, meine Rolle als Christin und als Christ in dieser Gesellschaft? Und dann kann ich jetzt natürlich sagen, okay, ich tue alles mir Menschenmögliche, um dem entgegenzuwirken. Ich kaufe fair gehandelten Kaffee oder fairen Kaba, ich kaufe Secondhand-Kleidung, ich unterstütze Organisationen wie die Arche oder andere Organisationen, die es in unserer Stadt gibt. Ich betreibe Aufklärungsarbeit. Und es gibt viel und ich bin mir sicher, jetzt bei der Gruppe, die wir heute Morgen hier sind, wir haben auch soziale Berufe unter uns und Menschen, denen das auf dem Herzen liegt und ja, wo es bei euch vielleicht auch zum Alltag dazugehört, genau das zu tun. Und ich denke, es ist auch irgendwo unser Auftrag als Christen, zu sehen, in welcher Gesellschaft leben wir und was ist mein Platz in dieser Gesellschaft. Ich will mich da nicht rausnehmen. Und doch ist es die Frage, kann ich das aus eigener Kraft? Ich habe vorhin den Unterschied gemacht zwischen dem Volk Israel. Da wünscht sich Gott, dass sie umkehren. Bei den anderen Völkern sagt Gott, hey, ihr wisst doch eigentlich, wie man menschlich gerecht handelt. Und ich habe dazu einen Bibelvers aus Römer 2, Vers 14 mitgebracht, wo wir lesen, dass es für jeden Menschen das Wissen gibt über Gut und Böse. Es heißt, die Völker kennen das Gesetz zwar nicht, also nicht Israel, Juda, sondern die anderen Völker kennen das Gesetz zwar nicht, trotzdem tun sie von sich aus, was das Gesetz verlangt. Obwohl sie das Gesetz nicht kennen, tragen sie es offensichtlich in sich. Sie zeigen damit, dass das vom Gesetz geforderte Handeln in ihre Herzen geschrieben ist. Ihr Gewissen bestätigt das. Das heißt, ganz egal, ob ich jetzt Jesus schon sehr lange kenne in meinem Leben oder nicht, ich kann entscheiden zwischen Gut und Böse. Ich habe ein Gewissen, das mir eine Instanz dafür ist. Vom Volk Israel verlangt Gott jetzt aber eben mehr. Sie kennen Gott und sie haben sein mächtiges Wirken in ihrem Leben, in ihrer Volksgeschichte immer und immer wieder zu spüren bekommen. Und von ihnen sagt Gott jetzt, euch allein habe ich erwählt aus allen Völkerschaften der Welt. Darum ziehe ich euch zur Verantwortung für alle Vergehen, die ihr begangen habt. Erwählt heißt auch erkannt oder heißt auch, ich habe eine enge Beziehung zu dir, eine intime Beziehung. Und Israel hat diese Beziehung zum Volk, zu seinem Gott schon erlebt. Aber sie haben sich eben auch immer wieder dagegen entschieden. Und dann habe ich mich gefragt, hey, wie ist das bei mir? Wie ist es bei uns? Wenn du sagst, du kennst Jesus, dann haben auch wir Jesus erlebt in unserem Leben. Dann haben wir auch seine Gnade erlebt, sein treues Versorgen, sein immer und immer wieder Dasein und sein Vergeben. Das heißt, ich kann mich gewissermaßen da auch mit einreihen bei dem, was das Volk Israel jetzt erlebt, dass Gott sagt, hey, ich habe mich doch dir gezeigt und jetzt wünsche ich mir, dass ich in deinem Leben sichtbar werde. Wir können sagen, Gott sucht jetzt hier gewissermaßen Frucht. Er sucht etwas, dass da was draußen steht aus dieser Beziehung, die er doch eigentlich mit seinem Volk leben möchte. Und ja, die er auch in meinem Leben sucht. Er sagt, hey, ich lebe mit dir und es färbt doch auf dich ab und das wissen wir, die Menschen, mit denen wir unterwegs sind, ob es jetzt Ehepartner sind oder Familie und familiäre Prägung oder andere Menschen, die viel reinsprechen dürfen in unser Leben, die prägen uns, die beeinflussen uns. Und wenn ich mit Jesus unterwegs bin und wenn ich seine Gnade kenne und ich brauche Jesus so sehr, wenn ich das immer wieder auch erlebe, wie sehr ich Jesus brauche und es empfange, dann habe ich etwas, was ich auch weitergeben kann.
Das ist aber ganz wichtig. Es ist nichts, was Gott hier verlangt von seinem Volk oder von mir, was ich jetzt schaffen muss. Ich bin halt gerecht, weil ich zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, sondern ich habe so viel empfangen in meinem Leben, dass es deswegen etwas ist, das in meinem Leben sichtbar werden kann. Wenn Gott also bei seinem Volk Frucht sucht, wenn er bei seinem Volk Gehorsam sucht, dann ist es nichts Unverschämtes, was er tut, oder nichts Forderndes, was nicht möglich, nicht leistbar, nicht machbar wäre. Und ich glaube, dass wir das bei uns auch so verstehen dürfen. Wenn Gott in meinem Leben Frucht sucht, dann deswegen, weil ich seine Liebe kenne, weil ich seine Gnade kenne, weil ich seine Vergebung kenne. Und das ist kein Druck oder kein Zwang, das ist kein, okay, ich muss etwas leisten, sonst rutsche ich bei Gott durch oder sonst habe ich irgendwie meinen Platz bei Gott nicht mehr, sondern es ist ein ganz natürliches Entstehen in meinem Leben. Ich darf sehen, wofür Gottes Herz bricht, in meiner Gesellschaft, da, wo ich lebe, in meinem Umfeld, um mich drumherum. Und ich darf auch mein Herz brechen lassen für das, wofür sein Herz bricht. Ich darf in dieser engen Beziehung zu ihm leben. Und ich finde, dass das ganz gut veranschaulicht ist in einem Bibelvers, den vermute ich mal viele von uns kennen, und zwar Johannes 15, Vers 5. Und ich habe noch Vers 8 mit dazu genommen. Da sagt Jesus: Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der bringt reiche Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts erreichen. Wer nicht mit mir verbunden bleibt, der wird weggeworfen wie eine unfruchtbare Rebe und vertrocknet. Die Herrlichkeit meines Vaters wird darin sichtbar, dass ihr viel Frucht bringt und euch als meine Jünger erweist. Also wir dürfen viel Frucht bringen und wir sind fähig, viel Frucht zu bringen, weil wir bleiben. Ich finde das cool in diesem Bibeltext. In Johannes 15 ist das Wort, das am öftesten vorkommt, das Bleiben. Ich bleibe bei Jesus. Und jetzt weiß ich, dass in dieser Predigt, die ich heute hier für euch auch mitgebracht habe, sehr viel Anforderung steckt. Vielleicht auch ein bisschen unverschämt. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet. Da kommt eine externe Predigerin vorbei und bringt so eine Forderung mit sich. Ich glaube, dass es was ist. Eben wie gesagt, wir dürfen es tun, weil wir Jesus kennen. Wir dürfen uns nach Jesus ausstrecken und er bricht mein Herz, wofür sein Herz bricht. Und dazu befähigt er mich auch. Ich möchte aber auch noch mal was anderes betonen zum Ende. Und zwar das, was in den ganzen Prophetenbüchern und auch in den kleinen Propheten immer und immer wieder vorkommt. Und das ist das Umkehren zu Jesus. Hey, sei bei Jesus. Such seine Nähe. Empfange seine Liebe, empfange du auch erstmal, damit du geben kannst. Weil das ist das Erste, was wir tun dürfen. Gott wünscht sich nichts mehr, als dass sein Volk bei ihm ist. Und er wünscht sich nichts mehr, als dass du bei ihm ganz persönlich nahe bist, dass du dich von ihm füllen lässt. Das ist der erste Schritt. Und das andere, das darf er dann dir und mir in die Hände legen. Und der letzte Bibelvers, der das zusammenfasst, steht in Johannes 13, Vers 34. Da heißt es: Liebt einander. Genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieb haben. Und daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Ich werde geliebt und deswegen kann ich meinen Nächsten lieben und in dieser Liebe handeln. Und wenn du nur eine Sache mitnimmst, dann nimm diese Sache mit. Dann merkt ihr diesen Vers jetzt am Ende. Ja, ich möchte uns einen Moment geben, wo wir das Gehörte jetzt sacken lassen können. Vielleicht hat dich was berührt, angesprochen in deinem Leben. Vielleicht hast du Fragen an Gott. Und wir haben jetzt ein bisschen Zeit zum drüber nachdenken und ein bisschen Musik im Hintergrund. Ich werde diese Zeit mit einem Gebet beenden. Und wenn du was auf dem Herzen hast, was du gerne teilen möchtest, wo du sagst, hey, das ist jetzt nicht nur für mich, sondern das ist für uns, dann heb deine Hand oder komm nach vorne, mach irgendwie auf dich aufmerksam. Wir glauben an einen Gott, der lebendig ist und der auch heute zu uns spricht. Genau.
Jesus Christus, wir danken dir, dass du so ein großes Herz für uns hast, dass dir kein Weg zu weit war, um auch in unser Leben zu treten, dass dir der Weg vom Himmel auf unsere Erde, in unsere Nöte nicht unmöglich schien, dass du dir dafür nicht zu groß, zu mächtig, zu göttlich warst, sondern dass du ganz Mensch geworden bist. Und du sagst, wir sollen einander lieben, so wie du uns geliebt hast, und du hast uns das in aller Größe vorgemacht und gezeigt. Ja, und wir wollen dich bitten, dass du uns die Hände füllst, dass wir ja von deiner Liebe ganz genau so erfüllt werden, von deinem großen Herzen, das du für uns hast, das für uns schlägt. Und ja, wir bitten dich, dass wir diese Nähe, dieses Bleiben in dir leben, dass es unser Alltag auch sein darf als Christen und dass daraus deine Liebe auch strömen darf. Ja, dein Vergeben, deine Gnade, dein Heilen auch in unserer Gesellschaft. Danke, dass du unsere Stadt siehst, die Nöte, die wir hier sehen. Danke, dass dein Herz dafür bricht, und danke für das, was du uns auch aufs Herz legst, was wir ja dazu beitragen dürfen, dass du groß und bekannt wirst unter unseren Menschen hier. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.